Hallo und herzlich willkommen bei Tinkertubes Lab. Heute habe ich ein neues Testmuster für euch bekommen. Und zwar handelt es sich dabei um eine USB Charging Station mit 4 USB-Anschlüssen und mit einem einklappbaren Stecker. Also wahrscheinlich auf Reisen oder mobile Nutzung ausgelegt. Dieses Teil ist dahingehend ganz interessant, dass es natürlich aufgrund der 4 USB-Anschlüsse sehr nützlich ist für Menschen, die mehr als ein Gerät gleichzeitig laden wollen. Besser als hier diese Standard-Ladegeräte, wie ich hier bestimmt rumliegen habe. Hier, na, sowas. Da kann ich zwar dann eins mit laden, aber verbrauche ich fast genau den gleichen Platz. Von daher, das ist nicht so die ideale Variante. Dieses hier habe ich jetzt bereits eine ganze Zeit lang ausprobiert. Es funktioniert, wie man es von einem USB-Ladegerät erwarten kann, einwandfrei. Ist jetzt auch nicht so schwierig. Mich würde jetzt interessieren, wie sieht das Ding von innen aus? Da dachte ich mir, schauen wir doch einfach mal da rein. Eine Sache möchte ich vorher noch erwähnen, die mich allerdings beim Testen wirklich gestört hat. Und das ist wirklich mies, sag ich mal. Das Einklappen, ne, ist zwar eine schöne Sache, aber hätte man nicht irgendwie eine Arretierung da anbringen können, dass wenn es ausgeklappt ist, dass es auch ausgeklappt bleibt? Weil, wenn ich das jetzt hier so in die Steckdose stecke, ne, und dann nehme ich mir hier so mein USB-Kabel, ne, und das steckt in der Steckdose. Und ich sage jetzt mal, die oberen sind belegt. Und dann möchte ich jetzt hier in diesen Schnellladeport was einstecken. Dann klappt es ein. Ja. Das ist kein großer Mangel, aber ist halt ein bisschen unschön. Hätte man anders regeln können. Ja, also, ich kann nicht mal genug Druck aufbringen, um das einzuschieben, ohne dass es einklappt. Ist jetzt bei einer Wandsteckdose nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt hier ein Verlängerungskabel hätte, und warum habe ich Wärmeleitpaste auf der Hand? Wenn ich. Yeah. Geht. Kommt das denn her? Wenn ich jetzt ein Verlängerungskabel hätte, wo das Ding drin steckt, würde mich das sicherlich schon nerven, wenn ich mir damit immer den Daumen einklemme oder sonst was. Aber egal, das soll uns jetzt nicht stören. Wir wollen da reingucken. Dafür müssen wir erstmal wissen, wie wir da reinkommen. Ich fühle eine Erhebung hier drunter, also ist da wahrscheinlich. Also ist da wahrscheinlich ein Schräubli drunter. Pieksen wir mal rein. Da ist tatsächlich ein Schräubli drin. Aber offenbar kein Schlitzschräubli. Wir versuchen mal da. Why you no fit? Ah, geht. Okay, klappt. So. Und jetzt geht das hier auseinander, wa? Oder auch nicht. Na nü. Ist das irgendwie ineinander geschoben oder sind da drunter noch Schrauben? Faszinierend. Okay, das kriege ich nicht raus. Ah, aber jetzt klemmt es zumindest schon mal bedeutend stärker. Das ist auch mal nicht verkehrt. Ja, mir scheint, da müssen wir jedoch tatsächlich ein bisschen gröbere Gewalt anwenden. Ich hoffe, es kommt jetzt wieder nicht zu Blutvergießen. Ah. Ach, das ist ein Gummi. Okay, das war nur ein Gummi, was offenbar zur Zähne da drum war. Braucht kein Mensch, kann weg. Knack. Knack, knirsch. Warum knack, knirsch? Ich habe die Schraube doch gelöst. Ah, ich fühle, wie sich Klebenähte öffnen. Warum mache ich eine Schraube rein, wenn es doch noch geklebt ist?
sehr kurios. Oh Gott, ey. Da irgendwie Superkleber verwendet oder was? Aha, ich sehe einen Spalt und ich sah fast Blut. Au! Ich glaube, er hat verloren. Ja, die Sau hat verloren. Ja, nur eine Schraube und das war's. Ah, das ist sehr interessant. Nein, das sind keine flexiblen Metallstreifen. Es ist. Aha, Mann. Okay, hier kann man es erkennen. Vielleicht kriege ich das irgendwie auf die Kamera. Ja, da sieht man zwei spiegelnde Punkte. Das sind wahrscheinlich einfach federgelagerte Stifte, die direkt zu den Anschluss durchgehen und die auf der Rückseite von diesen Metallzungen drüber reiben, um den Kontakt herzustellen. Simpel, aber offenbar sehr effektiv. Oh, das ist aber schön gemacht. Mit einem kleinen Steckverbinder dazwischen. Nicht schlecht. Faszinierend zu sehen, dass dieser Schnellladeport, der extra markierte Schnellladeport, augenscheinlich erstmal nur parallel zu den anderen hängt. Ja, man sieht das hier, die eine Leiterbahn. Aber gucken wir uns das doch mal an. Da ist ein kleines IC. Ich zeige es gleich nochmal in die Kamera. Da ist ein kleines IC, aber das geht durch alle Anschlüsse durch. Ja. Hier sieht man es, ein kleines IC. Aber das geht an alle Anschlüsse. Das sind diese kleinen Leiterbahnen, die zu den Widerständen führen. Was das genau ist, wäre jetzt schön zu wissen. Ich kann es aber einfach nicht erkennen, es ist zu klein. Ne, das muss ich leider schuldig bleiben. Tut mir leid. Gucken wir uns nochmal das hier an. Hier haben wir... Ist ja interessant. Trafo hat seine Leitung extern herausgeführt. Scheint auch eine richtige galvanische Trennung vorhanden zu sein, weil wir haben hier einmal eine Unterbrechung zwischen der Primär- und der Sekundärseite, was sehr gut ist. Das wird wahrscheinlich der Brückengleichrichter sein. Ist er auch. MB10F. Plus, minus. Haben wir hier eine kleine Filterschaltung. Kondensator, Spule, Kondensator. Und dann, was ist das für ein CR5228? Okay. Das ist dann höchstwahrscheinlich... Ah, okay. Ja, das PWM-Controller-IC mag ich mal fast drauf wetten. Hier, dieser kleine Bereich, ist die eigentliche Sekundärseite. Mit den beiden Ausgangskondensatoren, die beiden Gleichrichterdioden und hier, wo die extern geführten Drähte... Ich zeige das noch ein bisschen näher. Diese beiden Drähte, die aus dem Transformator kommen, die führen direkt zur Sekundärseite. Und... Hier, wo ich sagte, der Spalt, der Luftspalt, na, man sieht es nicht. Hier, wo der Luftspalt zwischen ist, da ist im Prinzip einfach nur der Optokoppler drüber, der das Feedback-Signal zurück an unser Steuer-IC gibt. Und der kleine Kondensator, der die Maßen verbindet. Ja, eigentlich ein ganz simples Design. Ich werde mal gucken, was dieses IC genau ist. Das wird ein stinknormaler PWM-Controller sein. Ich schaue mal, ob ich dazu ein Datenblatt finde. Ja, ein Datenblatt habe ich gefunden, aber ja, so wirklich hilfreich ist es jetzt nicht, aufgrund dessen, dass es halt in Chinesisch verfasst ist. In dieser Sprache bin ich leider nicht Herr. Aber wir haben hier etwas weiter unten
einmal ein generelles Pinout-Diagramm, woraus man schon einiges lesen kann. Und hier unten haben wir einen Schaltungsvorschlag, der lustig bunt markiert ist, aber egal. Daran kann man eigentlich die grundlegende Funktion von der ganzen Geschichte relativ gut sehen. Wir haben einen typischen Flyback-Wandler mit unserem CR522X als Controller-IC. Das Ding hat direkt den Leistungs-MOSFET eingebaut, was natürlich ziemlich angenehm ist, weil so können wir die Kosten für das Netzteil auf ein Minimum reduzieren. Und ich habe das gerade schon mal verglichen. Im Eingangsbereich entspricht dieses Teil relativ genau diesem Vorschlag. Ja, hier haben wir unsere beiden Hälften von dem Optokoppler, ja, sekundär, primär. Interessant ist zu sehen, dass auf der Rückseite hier ein Dual-Op-Amp vorhanden ist. Das ist ein LM358. Wozu die den genau jetzt einsetzen, habe ich jetzt nicht weiter erforscht. Fakt ist, dieser Op-Amp steuert, man sieht es hier, geht direkt an die Eingänge von dem Optokoppler. Also kann man quasi sagen, dass das Feedback durch diesen Operationsverstärker gesteuert wird. Warum sie sich da nicht einfach auf diese Variante verlassen haben, dieses passive Feedback, wie es hier dargezeigt ist, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich aus irgendeinem Grund so gemacht worden. Werden schon ihren Grund gehabt haben. Fakt ist, ich muss sagen, für den Preis, der aufgerufen wird, finde ich dieses eigentlich ziemlich gut. Es ist angenehm aufgebaut. Es ist ein ordentlicher Abstand zwischen Primär und Sekundär. Es ist eine, meiner Meinung nach, aus sicherheitstechnischen Gründen vollkommen in Ordnung aufgebaut. Auch mit den extern ausgeführten Leitungen für den Sekundäranschluss hier, die einfach aus dem Trafo herausgehen. So haben wir im eigentlichen Transformator nur diese beiden Anschlüsse hier direkt im primären Bereich und das Sekundäre liegt weit weg ab davon. So haben wir eine relativ große Kriechstrecke für die Spannung zwischen Primär und Sekundär. Demgegen würde man jetzt sagen können, dass dieses kleine Aufsatzboard hier, was ja genau dazwischen sitzt, Moment, ich fummel das mal drauf, so, dass das eventuell ein bisschen zu nahe hier an der Primärseite ist, aber auch da sieht man eigentlich, das Einzige, wo irgendwas kriechen könnte, wäre hier, hoppala, von den, von der Oberseite der Kondensatoren auf das Blechgehäuse, aber da das Ganze hier nochmal in einer einzelnen Führung ist und zusätzlich hier, man kann es relativ gut sehen, in so eine Art Käfig eingebaut ist, besteht da meiner Meinung nach überhaupt keine Gefahr, dass da in irgendeiner Art und Weise irgendwas überspringen oder überkriechen kann. Also vom Bautechnischen her für den gegebenen Preis absolut top. Kann ich nur empfehlen. Aus dieser Hinsicht her. Gut, ist natürlich jetzt mit Bauteilen gebaut, die jetzt kein Markenhersteller sind. Wir haben einen, dieser Hersteller? Ein Chip Rail Original China Bauteil. Ja, naja, kann man jetzt von halten, was man möchte. Kondensatoren sind No-Name, so wie es aussieht. Nee, warte mal, das sind nicht No-Name, oder? Das ist diese Firma sagt mir jetzt nichts. CI mit dem Dreieck hinter? Keine Ahnung. Aber es sind 105-Grad-Typen, was ich schon mal sehr begrüße. Vor allen Dingen, weil sie direkt neben den Gleichrichterdioden sind, die unter Umständen vielleicht warm werden könnten, je nach Dimensionierung. Dieselbe Marke haben wir hier auch wieder. Hier kann man es sehr gut erkennen bei den schwarzen. Ja, ein C oder CL mit dem Dreieck hinterher, weiß der Geier. Hier haben wir allerdings auch 105 Grad verbaut. Also ebenfalls sehr angenehm. Die Filterspule, ist das ein Common Mode? Ja, ist eine Common Mode Filterspule. Auf einem kleinen Ferritkern, nicht so diese auch vorhandenen, ja, im Prinzip auf einen Ringkern gewickelte Doppelspule, geht natürlich auch, aber ich persönlich bevorzuge diese Variante. Es wirkt einfach hochwertiger. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn man jetzt noch hier anstatt dieses einseitig Hartpapier-ähnliche Platinenmaterial genommen hätte und durchgehend auf das FF4-Material setzen würde. Absolut State of the Art, könnte man sagen. Also
für meinen Geschmack her sehr gut ausgeführt. Ja, wie gesagt, auch vom Betrieb her kann ich mich nicht beschweren. Aus meiner Sicht ein hervorragendes Produkt.